Hey, herzlich willkommen beim Ecclesia Home. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser schwierigen Zeit ist es uns als Ecclesia einfach ein Anliegen, dass wir euch trotzdem in die Gegenwart von Gott führen können. Dass wir zusammen den Gott anbeten können, der voller Liebe ist, der es nur gut meint mit uns. Wir werden zuerst eine Worship-Zeit haben und nachher werde ich noch ein paar kurze Gedanken teilen. Aber zum Start möchte ich noch beten. Ja, Jesus, merci vielmal, bist du immer bei uns. Bist du der, der Trost spendet in dieser Zeit, wo es vielleicht nicht immer so einfach ist. Danke, bist du immer bei uns. Tust du uns behüten und beschützen. Dürfen wir immer wieder zurück in deine Arme kommen und einfach mit dir die Zeit verbringen und bei dir auftanken. Amen. Dir allein
Freude in meinen Tränen, meine Kraft ziehe ich aus dir. Kein Ort, wo du nicht kennst, kein Schmerz, wo du nicht weißt. Du gibst mir Mut, wenn ich verzweifle. Ich verlasse mich ganz auf dich. Du bist mein Licht, wenn ich nur schwarz sehe. Du scheinst hell am Horizont. Kein Ort, wo du nicht kennst, kein Tag, wo du nicht siehst. Auf meine Frage bist du die Antwort. Du hast gute Pläne für mich. Du allein bist beständig. Du bist der, wo mir durch alles dreht. Deine Liebe macht lebendig. Du hast mir den Weg zum Himmel gezeigt. Du bist mein Licht, wenn ich nur schwarz sehe. Du scheinst hell am Horizont. Kein Ort, wo du nicht kennst, kein Tag, wo du mich nicht siehst. Auf meine Frage bist du die Antwort. Du hast gute Pläne für mich. Du allein bist beständig. Du bist der, wo mir durch alles dreht. Deine Liebe macht lebendig. Du hast mir den Weg zum Himmel gezeigt. Du bist Wahrheit, die Bogen ganz
auf dich. Du erlebst beständig. Du bist der, der mir durch alles dreht. Deine Liebe macht lebendig. Du hast mir den Weg zum Himmel gezeigt. Said that if I fear,
Mögt ihr euch noch an die drei kurzen Sätze erinnern, die ihr Eti mal in einer Predigt seht? Gott ist gut, er ist immer gut und er ist immer besser, als wir denken. So prägnant und einfach. Und gleich, manchmal glauben wir gleich nicht, was Eti da sieht. Weil er sagt, Gott ist immer gut. Und das ist er auch. Er ist immer Liebe. Und er ist immer voll für uns da. Und gleich, jetzt sogar in dieser Zeit, wo so viel Trauer und Leid passiert, kommt es mir manchmal so vor, dass wir sagen, Gott, wieso? Wieso machst du das? Wieso lässt du das zu, dass Leute sterben, dass Leute Leid haben? Oder kommt es vielleicht sogar von dir? Und ich glaube, das ist absolut nicht der Fall. Weil Gott ist immer gut. Und wenn so etwas wie Leid und Tod auf dieser Erde ist, dann ist das nicht von Gott. Dann lädt er das vielleicht zu, aber es kommt nicht von ihm, weil es ist der Find, der die Roben stellen und töten. Und seine einzige Absicht dabei ist, dass wir Menschen nachher Gott in den Richterstuhl setzen und sagen, wieso? Und dabei ist er doch immer gut. Es passt so nicht zu unserem Gott und Vater, der seinen einzigen Sohn gibt und ihm zuguckt, wie er stirbt am Kreuz. Dass dieser Gott uns nachher wieder bestrafen mit so etwas. Ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit Recht, das wir uns rausnehmen. Wo wir das Gefühl haben, wir haben jetzt das Recht, Gott zu sagen, dass er die Schuld ist. Aber ich glaube, wir sollten anfangen, uns das Recht ablegen. Irgendwie probieren zu richten oder zu entscheiden, was jetzt gut und falsch ist. Ich merke das immer wieder in meinem Leben, wo irgendetwas passiert und ich frage Gott, wieso? Wieso machst du das? Und bin mir gar nicht bewusst, dass das gar nicht Gott ist, wo mir das Leid werken will. Ich glaube, wir sollten uns anfangen fragen, wo muss ich anfangen, Recht ablegen? Wo muss ich wieder zurück an das Vaterherz gehen und verstehen, dass er es nur gut mit mir meint? Dass er einfach Liebe ist, dass ich in seine Arme darf und er immer gut ist. Er wird mich immer empfangen, wenn ich zu ihm gehe. Er wird jedes Einzelne immer empfangen. Er wird immer Zeit haben für dich. Aber vielleicht müssen wir zuerst unser Recht ablegen, Recht zu haben oder wollen Recht zu haben. Dass wir einfach dürfen zurück in die Arme vom Vater gehen, die so lieblich sind. Nimm dir doch in der nächsten Zeit mal einen Moment, wo du über das nachdenkst. Wo du Jesus ganz persönlich kannst fragen, was das dein nächster Schritt ist in diesem Ganzen. Und wenn du weitere Informationen willst über nächste Ecclesia Homes oder Gottesdienste, dann geh doch auf die Website www.ecclesia.ch. Dort wird immer alles aktuell sein. Und ich wünsche euch noch eine mega gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt an diesem Vaterherz.